Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Endable. Ich musste leider gestern an dieser spannenden Stelle hier unterbrechen. Es klärt sich gerade jetzt alles auf und wir wollen doch jetzt endlich erfahren, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Okay, wir machen gleich weiter. Dann soll das heißen, ich habe zu all dem beigetragen, zur Läuterung. Ich mache euch keinen Vorwurf, Prophet. Ihr habt das getan, was Tausende vor euch auch taten. Und ihr tatet es, weil ihr es für das Richtige hieltet. Aber eines ist diesmal anders. Und das verwirrt mich. Noch nie hat eine Projektion erkannt, was sie wirklich ist, da sie sich mit der Läuterung auflöst, genau wie der Rest der Menschheit. Nicht so aber ihr. Hier steht ihr und ich erzähle euch die Wahrheit über eure Natur. In all der Zeit ist das noch nie geschehen. Nanu, mehr? Aber heißt das, dass das Leuchtfeuer von Anfang an eine Falle der Hohen war? Nein, es ist wie ich sagte. Das Leuchtfeuer existiert seit Urzeiten, so wie die Hohen selbst. Es ist ein Element des Spiels und mit ihm kann das Spiel entschieden werden. Entweder zugunsten der Hohen oder zugunsten der Menschen. Wobei Letzteres noch nie geschehen ist. Dann haben mich die Hohen all die Zeit was gelenkt? Sie wollten, dass ich dem Orden helfe, das Leuchtfeuer aufzubauen? Sie haben euch Impulse gegeben und das mit Erfolg. Wer die Vergangenheit eines Menschen kennt, der kennt die Fäden, die er ziehen muss. Die Hohen sind nicht allmächtig, aber sie kennen die Schwächen, die uns zugrunde richten. Was ist mit den Sternlingen? Sie haben es doch geschafft, sich von dem Zyklus zu befreien, oder? Die Sternlinge. Zu ihrer Zeit hießen sie Yalam Rashai. Und ja, sie hatten es geschafft, das Spiel für sich zu entscheiden. Zumindest in einem gewissen Rahmen. Wisst ihr, ihr Bestreben war meinem sehr ähnlich. Sie waren ein kleiner Kreis von belesenen, geistreichen Tüftlern, die das Muster des Zyklus erkannt hatten und überstehen wollten. Und anders als mir gelang ihnen das, und mit Hilfe ihrer Technologie flohen sie in den Himmel. Wie genau sie sich vor der Läuterung schützen, weiß ich nicht. Aber ihre Stadt war so hoch in den Wolken, dass niemand sie je fand. Und sind sie tatsächlich die Väter und Mütter der Sternlinge auf Vyn? Ja. Die ersten Jahrhunderte der Sternenstadt waren glorreich. Sie lebten in Harmonie miteinander und den inneren Wolf des Menschen versuchten sie durch ein gesundes Kräfteringen, um Anerkennung und Fortschritt zu zähmen, das sie den Wettbewerb nannten. Mit der Zeit aber wuchs ihre Nation. Sie wurden zu viele für ihre kleine Stadt und so erfanden sie die goldenen Regeln, die ihr Wachstum eindämmen sollten. Nicht jedem stand es nun noch frei, Nachwuchs in die Welt zu setzen. Und diejenigen, die sich aller Harmonie zum Trotz eines Verbrechens schuldig gemacht hatten, wurden schwer bestraft. Die schlimmste Strafe war das Exil. Einem Verurteilten wurde seine Erinnerung genommen und er wurde zu der irdischen Welt zurückgesandt, um sich mit den dortigen Rassen zu vermischen. Und daher kommt die Sehnsucht nach einem fremden Ort in den Sternen, die jeder Sternling in sich trägt. Versteht ihr? Es ist eine verblichene Erinnerung. Das erklärt einiges, aber warum war die Sternenstadt verlassen? Was ist mit den Sternlingen geschehen? Das weiß ich bis heute nicht. Mein Auge reicht weit, aber es gibt Dinge, die sich selbst ihm entziehen. Ich weiß nur, dass die Sternlinge einfach nicht mehr waren. Ihre Gesellschaft war zum damaligen Zeitpunkt nur noch ein Schatten dessen, was sie vom Grundgedanken her einst gewesen waren. Aber ich weiß nicht, ob darin der Grund für ihr Verschwinden zu suchen ist. Wirklich nicht. Was ihr da sagt, ist doch haarsträubend. Hört ihr euch überhaupt zu? Ja, das tue ich, glaub mir. All die Zeit über habe ich nichts anderes getan. Aber was ich sage, ist wahr. Und mit der Zeit würdet ihr es merken. Die Furchen eurer Haut würden nicht tiefer werden, euer Haar nicht weißer und würde die Läuterung nicht geschehen, würdet ihr auf ewig weiter existieren. Und überhaupt, welchen Grund hätte ich, euch anzulügen? Ja, ich glaube auch nicht, dass er das tut.
Vielleicht hat es ja einen Grund, dass ich hier bin. Vielleicht können wir den Zyklus noch aufhalten. Aufhalten? Nein. Beim Namen der Sonne. Es ist so zynisch, dass ihr mich ausgerechnet jetzt gefunden habt. Es ist vorbei, Prophet. Ihr seid stark. Aber egal, wie lange euch eure Macht vor dem Licht der Läuterung schützt, über kurz oder lang verbrennt es auch euch. Selbst wenn... Wartet. Nein. Nein, vielleicht... Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht gibt es doch einen Weg. Welchen? Ihr... Aber... nein. Es wäre ein sinnloses Opfer. Was wäre ein sinnloses Opfer? Warum? Verzeiht mir, ich muss meine Gedanken erst ordnen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Was ich gesagt habe, ist wahr. Hier würdet ihr die Läuterung nicht überstehen. Aber es gibt einen Ort, an dem ihr es könntet. In der Sternenstadt. Ich habe gesehen, dass ihr die Rettungskapsel nach Ark geschaffen habt. Sie könnten euch zurück zur Stadt bringen. Und was auch immer die Stadt all die Jahrtausende über geschützt hat, würde euch auch schützen. Ihr könntet die Läuterung überleben beim Antlitz der Zeit. Ihr könntet sie überleben. Ihr meint, ich soll einfach fliehen? Aber wozu? Das hält die Läuterung doch auch nicht auf. Nein, nein, das tut es nicht. Aber darum geht es auch überhaupt nicht. Ihr seid fleischlos. Und genau wie für mich spielt für euch die Zeit keine Rolle. Deshalb könntet ihr das tun, was ich tun wollte. An einen sicheren Ort fliehen und warten, bis die Läuterung vorüber ist. Und dann eine neue Menschheit erschaffen. Ich soll was? Eine neue Menschheit erschaffen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis nach der Läuterung das nächste Leben entsteht. Erst Einfaches, dann Menschen. Und genau wie all die zuvor würden auch sie den Hohen wieder zum Opfer fallen, weil sie auf denselben Irrwegen wandeln würden wie all die Zivilisationen davor. Aber nicht mit euch. Ihr könntet ihr Entstehen bezeugen und für sie zu einer Gottheit werden. Ihr könntet eine Menschheit formen, die frei von Stolz und Schwäche ist und dadurch die Hohen entmachten. Stellt euch doch nur einmal vor, in eurer neuen Welt gäbe es keinen Bedarf mehr für das Leuchtfeuer, weil die Hohen schlicht und einfach keine Fäden mehr hätten, an denen sie ziehen könnten. Die Menschheit vernichtet sie durch ihre Überlegenheit. Warum sollte ich dort überleben können? Die Maschinen dort haben versucht, uns zu töten. Ja, weil der alte Sternling einen der Kristalle zerstört und damit die Wächter der Stadt geweckt hat. Aber dadurch, dass ihr geflohen seid, haben sie sich wieder beruhigt. Ihr wärt dort sicher. Glaubt mir. Indem ich einfach fortrenne, die Menschheit ihrem Tod überlasse? Ihr überlasst niemanden dem Tod, verdammt. Garantial hat das Leuchtfeuer bereits entzündet. Eine Menschheit ohne Stolz? Was genau soll das heißen? Die Hohen ernten, die Menschheit sät. Unsere Schwäche ist es, die die Hohen stark macht. Und hätten wir diese Schwäche nicht, dann wären die Hohen machtlos. Versteht ihr? Ihr könntet der sein, der eine solche Menschheit schafft. Altruismus statt Gier. Selbstverantwortung statt der Suche nach Feindbildern. Wäre es nicht arrogant zu glauben, dass ausgerechnet ich eine solche Menschheit schaffen könnte? Die Lichtgeborenen haben dasselbe versucht. Die Lichtgeborenen haben versucht, ihre Ideale über eine schon existierende Menschheit zu stülpen, genau wie die Sonnenpriester der Pyräer. Man kann einen Baum nicht retten, dessen Wurzeln schon verfault sind. Aber das wäre anders. Ihr könntet von Grund auf neu definieren, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und wäre es nicht geradezu vermessen, der Welt diese Chance zu nehmen? Einfach nur, weil ihr zu feige wärt, es zu versuchen? Glaubt mir, ich würde viel für diese Möglichkeit geben. Eine neue Menschheit, ihr habt recht, das klingt nach der besten Chance, die wir haben. Ich...
Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr das sagt. Was nun zählt, ist Geschwindigkeit. Die Läuterung ist schon in vollem Gange und euch bleibt nicht viel Zeit, um in die Sternenstadt zu fliehen. Ihr müsst durch das Portal zurück und hoch in den Tempel und dann die Rettungskapseln aktivieren. Ihr sagte doch, mit diesem Auge könnt ihr alles sehen, was auf der Welt passiert. Was ist mit Kalia? Ist sie wirklich tot? Ja. Der Steinschlag hat sie vernichtet, wie der Großmeister es euch gesagt hat. Es tut mir leid. Okay. Ich verstehe, dann muss ich zurück zum Sonnentempel. Tut das und beeilt euch. Ihr werdet das Licht sehen und spüren, sobald ihr wieder an der Oberfläche seid. Und mit der Zeit wird es euch verbrennen. Aber ihr werdet es schaffen, das weiß ich. Eines gibt es allerdings noch. Einen letzten Wunsch, den ich an euch habe. Ich will, dass ihr mich abschaltet. Abschalten? Ihr meint töten? Ja. Ich möchte endlich schlafen. Bitte versucht nicht, mich vom Gegenteil zu überzeugen. All das, es hat nichts mehr mit mir zu tun. Bitte, tut es. Der Schalter vor euch. Mit ihm habe ich mich damals mit dem Goliath verbunden. Er wird mich wieder davon lösen. Tut es und dann geht. Geht und erfüllt euer Schicksal. Okay. Ja, dann. Ich danke euch. Danke. Oh. Was zur Hölle ist jetzt los? Wir beide werden nun Plätze tauschen. Oh. Ich wollte euch nicht anlügen. Und hätte ich eine Wahl, würde ich euch dieses Leid ersparen. Selbst wenn eure Absichten die richtigen sind und eure Natur euch helfen würde, die Zeit zu überstehen, ihr seid viel zu naiv, um ein wahrer Gott zu werden. Was habt ihr schon gesehen? Was habt ihr schon erlebt? In den Augen der Zeit seid ihr nichts als ein Säugling. Ich hingegen kenne die Geschichte der Menschheit. Und ich habe es mir verdient. Wenn die Zeit reif ist, werde ich als Herrscher der neuen Welt veranlassen, dass jemand euch von eurem Leid erlöst oder euer Geist befreit wird. Aber bis dahin... Hierher, Saira, schnell! Oh, sie lebt noch. Sie lebt noch und sie hat uns gerettet. Wo ist sie? Meine Güte. Boah, war das fies. Damit habe ich nicht gerechnet. Beim Namen der Sonne. Geht es dir gut? Ich hatte solche Angst um dich. Ich... Ja! Elender Narr! Ich hätte zu meinem Wort gestanden. Aber wenn ihr spielen wollt, dann schön. Ich hatte genug Zeit, um zu üben. Ach, Kiras! Was, den schwarzen Wächter bezwingen? Wie um Gottes Willen? Fleischkunst. Ich soll mit einem besiegen. Mit oder ohne euch. Bleibt den Runen fern. Okay, den Runen fernbleiben. Ja, die Schutzschilder sind beschädigt. Wir müssen die Generatoren zerstören. Ah, okay. Aber da komme ich nicht dran. Oder sind das hier die Generatoren? Boah. Ist das ein Arsch? Ich habe ihm alles geglaubt. Wirklich alles. Verdammt nochmal. Bleib auf keinen Fall stehen. Was machst du? Nicht, dass die Schutzschilder aktiv sind. Okay. Ja, wann sitzt sie denn nicht mehr aktiv? Schon wieder! Bleib von den Boden weg! Was machst du? Nicht, wenn die Schutzschilder aktiv sind! Da! Die Schutzschilder sind beschädigt! Wir müssen die Generatoren zerstören! Nein!
Ist es down, das Ding? Ich glaube, das eine ist kaputt. Schon wieder. Weg von den reißenden Lemmings, sofort. Oh, scheiße. Fokus, Fokus. Meine Güte, ist das hart. Ich hab's nicht mal gesehen, dass ich da drauf gestanden habe. Oh Gott. Okay, also nochmal von vorne. Ich glaube, wir machen das noch öfter von vorne, um ehrlich zu sein. Kann schon passieren. Ist aber nicht so schlimm. Okay, wir bleiben den Runen fern. Dieses Weib. Fokus, Kalia. Sie Fokus. Hätte euch nur daran gehindert, das zu tun, was getan werden muss. Ach, da ist noch einer, okay. Kirash, schon wieder. Weg von den Leuten, den Lemming, sofort. Ja. Okay. Oh, ist das Schutzschild aus? Ich glaube ja. Okay, wir müssen uns auch gleich mal wieder heilen. Okay, Schutzschild ist wieder an, leider. Moment, wir heilen uns mal schnell. Gut, dass wir noch so viel mit haben. Oh, das Arkanistenfieber. Okay, haben wir auch noch Ambrosia? Haben wir auch. Okay, perfekt. Ist das schlimm? Wie viele von den Viechern hat er denn bitte? Bleib auf keinen Fall stehen! Auf keinen Fall stehen bleiben? Warum sagt sie das eigentlich? Das habe ich bisher noch nicht bemerkt. Okay, ein Vieh ist noch irgendwo. Da hinten. Auf die Generatoren! Jetzt! Okay. Ja. Ja. Oh, wie schaffen wir den jetzt wenigstens? Okay, der ist kaputt. Zweite ist auch kaputt. Nein! Nein! Was habt ihr getan? Ich... Ah! War er das, was da jetzt gerade rausgeflogen kam? Boah. Wir nehmen mal irgendwas zum Heilen. Und sprechen jetzt mal mit Kalia, ob die wohl wirklich tot war und auch wiederbelebt wurde. Ich vermute, die Erklärungen müssen warten. Ja, das glaube ich auch. Ich erzähle es dir so gut es geht, auf dem Weg. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich zum Tempel zurück. Die Läuterung hat begonnen. Ich hatte da so ein Gefühl. Geh vor, ich folge dir. Okay. Ich hatte es vermutet. Spätestens als Yuslan und er mich einfach zurückgelassen haben. Der Sonne sei Dank habe ich dieses Portal gefunden. Und du glaubst... Oh! Was ist? Oh, mein Kopf. Es ist, als würde er verbrennen. Puh. Das muss die Läuterung sein. Wenn es hier schon so stark ist, dann will ich mir gar nicht ausmalen, wie es denen an der Oberfläche geht. Spürst du denn überhaupt nichts? Nur ein bisschen, aber bei weitem nicht so schlimm. Dann hat der schwarze Wächter wohl die Wahrheit gesagt. Dass du anders bist, schützt dich. Saira, ich verstehe das nicht. Ich meine, du bist doch hier. Ich kann dich sehen. Wie ist das möglich? Kannst du wirklich nicht echt sein? Wie das möglich ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist die Wahrheit. Jetzt ergibt auch alles Sinn, was der alte Mann gesagt hat. Meine Leiche im Tempel. Und was nun? Ist deine Entscheidung endgültig?
Was wirst du tun? Oh Gott, frag mich doch nicht sowas. Oh, ja, was werde ich tun? Okay, wir können flüchten oder das Leuchtfeuer zerstören. Sehe ich das richtig? Ich glaube, wir tun beides, wenn wir gleich nochmal die Chance haben zu speichern. Ja, unbedingt. Aber wir sagen jetzt erstmal, ich weiß es nicht. Wie siehst du das Ganze? Wie ich dazu stehe? Ich weiß es nicht, Zaira. Das hängt von so vielem ab. Aber wenn ich an deiner Stelle wäre, ich glaube nicht, dass ich einfach fliehen könnte. Ich meine, drehe und wende es, wie du willst. Aber allein dadurch, dass die Möglichkeit bestünde, zumindest einen Teil der Menschheit zu retten, du würdest dich zum Richter über das Leben von Millionen erheben. Und selbst wenn das, was der Schwarze Wächter gesagt hat, stimmt, dass die anderen Völker mir nicht glauben würden, wenn ich ihnen die Wahrheit erzähle, es gibt eine Chance, dass sie es doch tun und wir so verhindern können, dass dasselbe noch einmal passiert. Aber das sagt meine Vernunft. Was der andere Teil will, kannst du dir denken. Ich will dich nicht verlieren. Meinst du denn, du könntest es schaffen, dich in Sicherheit zu bringen, wenn ich das Leuchtfeuer zerstören sollte, um den anderen die Wahrheit zu erzählen? Ich weiß es nicht, aber ich kenne einen geheimen Weg in das Marktviertel. Von dort aus kann ich vielleicht einen Myraden erreichen und auf eine der Inseln fliehen. Oh je. Können wir jetzt speichern? Nein, können wir nicht. Verdammt! Ich muss die Läuterung aufhalten, selbst wenn ich dafür sterben muss. So geben wir den Menschen zumindest eine Chance. Ja, eine Chance. Dann sollte ich jetzt aufbrechen, bevor es zu spät ist. Das Brennen wird immer schlimmer. Kyra ist nah genug, dass ich es mit den Myraden erreichen könnte. Vielleicht wird die Goldene Königin auf mich hören. Und dann hängt alles von den Menschen ab. Ohne dich wäre so viel anders gekommen, Zaira. Ich werde dich nicht vergessen. Es tut mir leid, all das. Du tust, was du tun musst. Na gut. Und wir, Katharsis, in den Sonnentempel teleportieren und das Leuchtfeuer zerstören. Okay, das werden wir tun, aber ich werde auf jeden Fall... das Spiel nochmal laden und das andere Ende ausprobieren. Unbedingt. Unbedingt. So, wir sollen uns teleportieren, aber ich will trotzdem noch einmal hier oben schauen. Einfach nur so, aber ich fürchte, es gibt hier nichts mehr zu finden. Okay. Dann mal auf zum Sonnentempel. So, und wir machen einen richtigen Speicherstand. Sicher ist sicher. Und wahrscheinlich stellt sich Thealor jetzt uns auch noch in den Weg, während er da auch schon halb verbrannt ist. Die Steine, ich muss die Steine zerstören, okay. Noch einmal hier unser Schwert ausrüsten. Ich glaube, gleich ist es vorbei, hier sind alle tot. Alle sind tot. Okay, Arantheal stellt sich uns nicht mehr in den Weg. Arantheal liegt wahrscheinlich selbst davor. Er wollte zwar das Richtige machen, aber ich hab's mir fast gedacht. Er hat den in die Hände gespielt. Oh, Koarek ist auch hier. Und der lebt sogar noch und zittert. Boah, ist das scheußlich. Und sie auch. Möge sein Licht, was sagt sie? Möge sein Licht euch leiten. Ach Gott. Alle sind tot.
Jasper, oh nein. Jasper? Du? Ich dachte, du wärst tot. Was ist hier passiert? Die Nerimesen. Sie haben versucht, den Tempel zu stürmen, wie der alte Arante alles vermutet hatte. Erst haben wir sie vor dem Tor halten können. Aber es wurden immer mehr. Und dann, ganz plötzlich, war Arantheal wieder da. Was hat er getan? Er sagte, dass Sakharesh, Yuslan und du, dass die Hohen euch erwischt hätten. Aber dass er den Numinos bei sich hätte und uns alle retten würde. Er hat es entzündet. Ja. Die Nerimesen haben in dem Moment das Tor durchbrochen. Aber es ging alles so schnell. Dieses Licht, es verbrennt uns. Was ist mit dir? Spürst du es nicht? Ich bin anders, es ist kompliziert. Sag mir einen Teil an dir, der nicht kompliziert ist. Aber es ist unwichtig. Ich habe nicht mehr lange, das spüre ich. Sag mir, mein Freund. Warum? War das Leuchtfeuer von Anfang an eine Falle? Ich dachte, es sollte uns retten. Arantheal hatte den Numinos nicht, Jasper. Er hat das Leuchtfeuer ohne ihn entzündet. Das ist es, was die Läuterung einleitet. Was? Aber du bist hier. Das bedeutet doch etwas, oder? Du kannst es noch aufhalten, du. Du musst es können. Ich kann und ich werde, ja. Gut. Das ist gut. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier bin ich, Jesper Dalvarek. Der Mann, der einmal in seinem Leben Teil von etwas Gutem sein wollte. Mann, ich bin ein lausiger Weltenretter. Wirklich. Aber weißt du was? Ich bereue es nicht. Ja. Und das war's mit ihm. Zumindest kann er nicht mehr mit uns sprechen. Ach Mann, ist das schlimm. Ausgerechnet Jasper. Na gut, was erwartet uns jetzt hier? Ach, Thealor ist noch nicht verbrannt, oder? Weil der ja so ist wie wir. Der springt hier doch noch irgendwo rum, mit Sicherheit. Oder? Der muss doch noch irgendwo sein. Aber wo ist er hin? Können wir die jetzt einfach zerschlagen? So einfach? Irgendwas kommt noch. Oh, da ist er. Irlanda, bist du das? Ich habe es geschafft. Geschafft? Ihr habt das hier zu verantworten. Ihr habt die Läuterung verursacht. Was? Nein, du irrst dich. Ich habe sie gerettet, Liebes. Siehst du es denn nicht? Ich habe ihnen das Licht gebracht. Ich allein. Ja, von wegen. Okay, der letzte Stein. Na gut, dann.
Oh nein, Skyrim funktioniert nicht mehr. Ausgerechnet jetzt? Das ist doch ein Witz. Nein, bitte nicht. Na gut, wir haben kurz vorher gespeichert. Das ist nicht so schlimm. Ich schließe es. Und wir starten noch einmal neu. Wir haben kurz vorm Ende gespeichert, aber ja. Gut. Jetzt aber bitte. So, kurz vorm Ende. Drei Steine nur noch zerstören. Mit Arantial sprechen wir jetzt nicht. Auch wenn der direkt vor unserer Nase liegt, das haben wir ja schon getan. Was jetzt? Okay, das geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Probieren wir es mal hier. Okay, vielleicht geht jetzt der letzte auch. Okay, und ich hoffe, jetzt klappt alles. Und wir können das Ende sehen. Oh nein, das kennen wir doch. Na, so schön wie am Anfang ist es jetzt aber nicht mehr. Okay, wir gehen nach Hause. Schlussendlich dann also doch. Auf nach Hause und vielleicht erfahren wir sogar noch, was hier wirklich passiert ist. Denn das wissen wir so genau immer noch nicht. So, ob wir jetzt einfach nur Hinweise darauf bekommen, was hier los ist. Denn Fatih hat sich eigentlich von uns verabschiedet. Na, schauen wir mal rein. Die Tür lässt sich nicht öffnen? Okay, das geht nicht. Was ist jetzt los? Warum lässt sich die Tür nicht öffnen? Ach Gott. Okay. Deshalb lässt sich die Tür nicht öffnen. Weil was im Haus ist, komplett irrelevant ist. Na gut. Eine große Philosophin sagte einst, dass jeder Wandel mit einem Moment der Klarsicht beginnt. Diese Momente zeichnen sich dadurch aus, dass sich in ihnen der Schleier öffnet, der all die unliebsamen Wahrheiten umgibt, deren wir uns eigentlich bewusst sind, die wir aber irgendwo vergraben, wo wir sie nicht sehen können. Und es sind nur diese Augenblicke, in denen wir eine Entscheidung treffen können. Die Entscheidung, die Wahrheit anzuerkennen und etwas zu tun. Oder den Moment verstreichen zu lassen, bis sich der Schleier wieder schließt und wir wieder Sklave unserer Gewohnheiten sind. Ich glaube nicht an Revolutionen. Sie sind zu einfach, zu feurig und enden häufig in dem Gegenteil dessen, was sie bewirken wollten. Aber ich bin auch keine Zynikerin, die jeden Glauben an die Welt verloren hat. Wandel ist möglich. Aber er ist kein lauter Knall, sondern ein langer Weg, der uns immer wieder zu kleinen und manchmal großen Hindernissen führt, an denen wir entweder umkehren oder unter Entbehrungen weiterschreiten. Das Opfer dessen, der als Prophet in Erinnerung verbleiben wird, ist der Beweis, dass ich richtig liege. Ja, manch einer mag den Untergang Enderals als Triumph der Hohen deuten. Das war es nicht. Aber es war auch kein Triumph der Menschheit, sondern das Gewähren einer zweiten Chance. Die Hohen existieren dadurch, dass wir an sie glauben. Wir geben ihnen die Kraft. Und je mehr wir ihren Worten lauschen, je mehr wir sie hassen, desto mächtiger werden sie. Dieses Wissen und die Gerüchte eines zweiten Leuchtfeuers in den Steppen Arazeals geben mir den Glauben, dass der Mann, den ich liebe, nicht umsonst gestorben ist. Und dass die kommenden Monde uns, der Menschheit, einen Moment der Klarsicht bringen könnten.
indem wir die richtige Entscheidung treffen werden. Ja, und das war's mit Anduril. Dieses Spiel war einfach bombastisch gut. Vielen, 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 vielen Dank an die Entwickler, die das hier alles uneigennützig gemacht haben und das hier einfach nur so gemacht haben und komplett umsonst zur Verfügung stellen. Dieses Spiel ist ein Knaller. Das ist eins der besten Rollenspiele, die ich je gespielt habe. Ich fand's super gut. Und für uns ist es noch nicht ganz vorbei, denn morgen, habe ich mir gerade so überlegt, spielen wir auf jeden Fall noch das andere Ende. Denn was da passiert, wollen wir alle wissen. Also ich will das zumindest wissen und bin gespannt darauf. Und ja, deshalb sage ich noch nicht jetzt endgültig Tschüss und bis zum nächsten Spiel. Nein, ich sage einfach so wie immer, habt einen schönen Tag, macht's gut, bis morgen und bis dann. Thank you.